Hallo, ich habe hier einen Arnet A6 3D-Drucker geliefert von der Firma Gearbest. Das Ganze ist ein Drucker im typischen Prusa-Stil. Als Gehäusematerial kommt hier lasergeschnittenes Acryl zum Einsatz. Das ist manchmal ein bisschen scharfkantig, sollte man sich ruhig ein bisschen vorsehen. Ja, zu den Eigenschaften. Der Drucker hat eine beheizte Druckplatte. 22 x 22 x 25 cm ist der Bauraum. Erfreulicherweise ein recht großes LCD-Display. Das macht das Arbeiten recht angenehm. Der Arnet A6 hat wie sein Bruder der A8 einen eigenen Controller. Das ist aber im Prinzip ein Arduino Mega RAMS-Klon, allerdings auf einer Platine. Die Treiberbausteine, die Stepper-Treiber, kann man auch nicht tauschen. Das ist alles on board. Allerdings alles über recht angenehme Steckverbinder. Das heißt, die Verkabelung ist eigentlich ein Kinderspiel, zumal hier die sämtliche Kabel auch ordentlich beschriftet sind. Also das geht zum Glück recht schnell vonstatten. Die Anschlüsse machen auch die Schraubanschlüsse einen stabilen Eindruck. Die Klemmen waren auch alle vorgefertigt, konfektioniert. Also insofern ging das recht fix vonstatten. Der ganze Zusammenbau hat mich 6 Stunden gekostet. Das gab ein paar kleinere Problemchen, die ich aber meistern konnte. Problem Nummer 1 waren die Lineallager. Das sind hier die Originalen. Und das spürt man, wenn man die bewegt, dass da die Kugeln ziemlich rasseln, und die Dinger haben auch ganz schöne Geräusche gemacht. Also habe ich sie rausgeschmissen und habe sie durch andere ersetzt, die eigentlich auch nur ein Euro-Lager sind, aber wesentlich besser laufen. Also das Bett läuft jetzt viel ruhiger. So, das hängt sicherlich davon ab, wie gerade was eingekauft wird von Arnet und welcher Lieferant da gerade tätig ist. Problem Nummer 2. Das war ein Rasseln, wenn der Schlitten hier in X-Richtung nach rechts verfahren ist. Da hatte ich das Lager im Verdacht, habe es auch getauscht. Aber es war gar nicht das Lager. Die Schraube war etwas locker. Das Lager wird nämlich einseitig bloß gehalten, und da war die Mutter nicht ganz fest angezogen. Das hat also ein bisschen geschlackert, und dadurch kam das Rasseln zustande. Das hat allerdings akustisch sehr gestört. So, ein anderes Problem war, dass der Laser ein bisschen großzügig geschnitten hat. Also man sieht es zum Beispiel hier, sind die Fugen recht groß. Dann spielt es eigentlich keine Rolle. Aber wenn man sich jetzt hier dann die entsprechenden Lagerungen der Achsen anschaut, dann war da ein ganz leichtes Spiel. Die Stangen haben ganz leicht gewackelt. Das waren die beiden hier und die beiden hier unten. Es hat sich komischerweise auf den Druck trotz meiner Befürchtungen gar nicht so ausgewirkt. Ich habe sicherheitshalber doch nochmal 2 Lagen Tesa hier oben drum gemacht und das Ganze reingefummelt. Jetzt hat es auch kein Spiel mehr. Ich nehme an, es war einfach der Laser wahrscheinlich falsch fokussiert, und deshalb hat er etwas recht breit geschnitten. Ja, ein Netzteil, 12 Volt, 20 Ampere, übliche Bauform, wie man sie aus China bekommt, mit CE-Kennzeichen allerdings. Leider auch mit den üblichen Nachteilen. Hier ist nämlich keine Abdeckung drauf. Und so, der Drucker hängt jetzt am Strom. Also ich könnte, wenn ich jetzt hier unten reinfassen würde, die Klappe hochmache, ja, so, darunter fasse, würde ich direkt eine gewischt bekommen. Das sollte man eventuell nachrüsten. Das geht auch recht einfach, das zeige ich dann gleich. Die ganzen Anschlüsse, die waren schon erfreulicherweise mit Ösen vorgekrimmt. Insofern war das ein recht leichtes Arbeiten. Die Stepper hatten natürlich auch entsprechende Steckverbinder. So, der Aufbau war recht unkompliziert. Es gab keinerlei gedruckte Unterlagen in dem Paket, welches übrigens wirklich sauber verpackt war, ordentlich und unbeschädigt und alles sehr sauber, selbst die ganzen Schrauben waren ordentlich sortiert. Auf dem Stick, der dabei lag, das ist so ein SD zu USB-Adapter,
inklusive kleiner SD-Karte. Da waren die Unterlagen drauf. Und das Aufbau-PDF war erstaunlicherweise recht gut. Man konnte wirklich danach aufbauen. Ich musste im Gegensatz zu vielen anderen Druckern nicht irgendwo im Internet noch recherchieren oder Videos angucken. Es war alles eindeutig, hat recht gut geklappt. Bis auf die Verzögerung durch die beiden Lager war alles okay. Und zur großen Erwartung hat dieser Drucker auf Anhieb sehr sauber gedruckt. Das erste, was er ausgespuckt hat, war mal so ein Testwürfel. 25 mm dürften das hier, glaube ich, sein im Quadrat oder im Kubik besser gesagt. Die Abweichung liegt im Promillebereich. Also die Steps sind wirklich ordentlich eingestellt. Man hätte vielleicht um ein Step korrigieren können oder noch weniger. Also das habe ich mir dann geschenkt bei 200 Steps. Dieser Würfel war schon mal okay. Die Oberflächen sind auch sauber. Das heißt, die Extrusion scheint auch zu stimmen. Hoppla, der übliche Benchy macht auch einen guten Eindruck. Hier, das Dach könnte vielleicht noch ein bisschen glatter sein. Aber auch die ganzen Hohlräume, die ganzen Überhänge und Öffnungen hat er wirklich sehr sauber hinbekommen. Und das ohne an den Drucker irgendwas so rumzufummeln und zu tunen. Also das Ganze ist mit dem Cura-Profil für 0,2 mm gedruckt, dem Standard-Cura-Profil, Cura 3.2. Also da kann man zufrieden sein. Ach so, hier gleich das nächste Beispiel, was er gleich drucken durfte, das ist die Abdeckung für das Netzteil. Das ist hier so ein typischer Kombination aus Sicherungsschalter und Kaltgerätesteckdose. Das kostet auch bloß 1 €. Kann man auf diversen Shoppingportalen ordern. Das Teil dazu gedruckt, dann letzten Endes hier unten angeschraubt und das Ganze ist sicher. Zumal auch noch mit einer Sicherung. Also das ist dann schon etwas angenehmeres Arbeiten. Die Lautstärke des Stepper ist so im üblichen Bereich. Man kann natürlich jetzt kein Microstepping mit irgendwelchen anderen Treiberbausteinen installieren. Die lauteste Geräuschquelle ist der Lüfter vom Extruder. Ach ja, beim Extruder gab es auch eine Kleinigkeit. Beim dritten Druck hat der Drucker dann kurz gestreikt und wollte nicht mehr drucken. Man vermutet vom immer gleich eine Verstopfung des Extruders, war es aber nicht. Was war es? Das Ritzel vom Extruder war nicht fest angezogen. Ganz einfacher Fehler, aber zum Glück auch leicht zu beheben. Zwei Schrauben rausdrehen, Ventilator runter, Kühlblech runter, das Ritzel wieder festdrehen, umgekehrt wieder drauf. Der Extruder lässt sich auch sehr leicht zerlegen. Also das ist sehr unkompliziert bei diesem Modell. Ja, er macht den meisten Lärm. Ich schalte mal kurz an. Könnte ein Tuck leiser sein, aber das ist leider bei allen Druckern so üblich. Das Display ist gut ablesbar. Es ist alles Mögliche einzustellen, wie man das eigentlich gewohnt ist bei so einer großen Auflösung hier. Als Firmware läuft, repetiere Firmware da drauf. Man kann natürlich auch auf das Board einen Bootloader für den Arduino packen und packt dann Marlin drauf und arbeitet damit. Im Moment gab es erstmal keinen Grund, das zu ändern. Er druckt eigentlich super. Ja, was würde ich vielleicht noch empfehlen? Ich würde das Druckbett langfristig isolieren, damit es nicht so viel Energieverluste hat. Das Aufheizen vom Druckbett und vom Extruder geht wirklich schnell. Da kann man nicht meckern. Das Netzteil hat ausreichend Reserven. Zumindest mit PLA ist das alles kein Thema. Die Temperaturabweichung beim Druckbett ist auch gering. Also Zentrum nach außen, das sind so 2 Grad Maximum. Dafür, dass es nicht isoliert ist, finde ich, ist das auch super. Ja, was könnte man noch machen? Ach so, die CT hat auch angemerkt, dass bei diesen Druckbetten die Spannungsversorgung hinten, naja, verbesserungswürdig ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich versuche es mal ins Bild zu halten. Hier ist es immer nur ein Anschluss mit dem Kabel verbunden. Der zweite
Der zweite ist noch frei. Um diesen Stecker nicht zu überlasten, ja, könnte man entweder hier die beiden Anschlüsse brücken, beziehungsweise hier noch ein doppeltes Kabel legen und sozusagen das als Y-Verbindung machen. Das Kabel dürfte ausreichend genug sein. Also denke ich, würde es reichen. Man bückt es in dem Fall hier auf der Platine. Ja, ach so, bei der Gelegenheit noch das Druckbett. Ich habe mich wunderbar geschnitten. Das ist gestanztes Aluminium. Das ist doch recht scharfkantig. Da sollte man sich ein bisschen vorsehen, wie auch das Acryl ein bisschen scharfkantig ist. Dann sieht man hoffentlich, also dieser Riemen, der biegt sich hier so ein bisschen hoch. Sehen wir gleich noch besser. Darum wäre es besser, ihn nach unten zu verlegen. Ich habe dann das Druckbett in der Form geändert, dass ich dieses Aluteil, was auf der Oberfläche ist, schon mal nach unten gelegt habe. Das bringt also schon mal noch mal einen halben Zentimeter. Eventuell könnte man hier noch einen Adapter reinmachen, einen Abstandshalter, und dann wäre der Riemen gerader. Ich zeige das mal. So. Von der Seite sieht man das hoffentlich. Der Riemen, der wölbt sich hier so ein bisschen nach oben, und es könnte sein, wenn man wirklich über das ganze Druckbett druckt, dass sich da dann zum Schluss, wenn das hier nach oben steigt, eine Abweichung ergibt. So, kleiner Nachteil bei den Riemen, wenn wir schon mal bei den Riemen sind. Es gibt keinen Riemenspanner. Das ist ein bisschen schade, denn das ist ein bisschen nervig, wenn die Riemen ihre Elastizität einbüßen. Da muss man jedes Mal über die entsprechenden Stripper hier nachspannen, die durchkneifen, nochmal neu machen. Das ist ein bisschen lästig. Bei Thingiverse gibt es auch diverse Änderungen dazu, wie beim A8 auch. Kann man sich überlegen, ob man das Ganze nachrüstet. Und ja, dann könnte man hier genau bei der anderen Achse das genauso machen. Gucken, aufpassen, dass man die Kabelführung richtig macht, dass das Kabel sich nicht hier unten einklemmt, weil dann wird niemals dieser Anschlag ausgelöst. Hinten war ich leider auch ein bisschen knapp. Wenn man jetzt bis hier oben druckt, das könnte hier ein bisschen knapp werden. Also auch hier hinten genug Kabel lassen, die sind auch alle lang genug. Hier keine Abdeckung drauf, dann sieht das ein bisschen besser aus. Ja, die Micro-SD-Karte sitzt hier, ist ein bisschen schlecht mit den Kabeln. Ich habe mir auch für 2 Euro so einen Adapter bestellt, also lohnt sich vielleicht auch, diese 2 Euro auszugeben, im Prinzip die SD-Karte über ein Kabel nach außen zu verlängern, über so einen Extender und den irgendwo zu befestigen. So, ja, jetzt sehen wir das leider nicht. Ich müsste ihn mal hochfahren. Und zwar der Anschlag der Z-Achse, der ist fest. So, hier ist er nämlich. Der sitzt hier, wird von dem Schlitten ausgelöst. Das heißt, ich kann alleine nur die Nivellierung über die Schrauben vom Heizbett machen. Das macht das Ganze, naja, manchmal ein bisschen umständlicher. Also ich musste zwar nicht nachjustieren, aber wenn man jetzt eine Glasplatte drauf packt oder so, dann passt der Abstand nicht. Also mit Glasplatte nochmal 3 bis 5 mm drauf, dann müsste ich wirklich im einfachsten Fall hier 2 Löcher bohren, den höher setzen. Oder ich steige gleich auf einen anderen Adapter um hier für diesen, eine andere Befestigungsmethode für diesen Z-Endstopp gibt es auch bei Thingiverse, und dann kann ich das Ganze wie üblich über eine Schraube einstellen. Ja, dieses Druckbett kommt mit diesem Kreppband, das sieht erstmal ziemlich läppisch aus, obwohl ich habe sonst auch mit Aldi Malertape gedruckt. Erstaunlicherweise haften die Drucke super drauf. Also jetzt sind schon einige Drucke hier drüber gegangen, eine halbe Rolle. Und es tut immer noch, es sieht bloß billig aus, aber es hat ein wunderbares Haftungsvermögen. Aber langfristig würde ich doch lieber eine Glasplatte bevorzugen. So, ja, zur Genauigkeit
Er druckt recht genau, hat auch recht hohe Beschleunigung, also ist da viel besser als mein alter Prusa. Das ist hier zum Beispiel ein Entwurf, wo es auf Genauigkeit drauf ankommt. Das ist eine Führung für so eine ganz leichte Mini-Fräse, leichtes Material. Da kommt es schon quasi auf ein Zehntel Millimeter an, dass die Lager hier wirklich reinpassen und auch nicht locker sind und auch sich nicht verformen beim Reinbiegen. Und das hat er super hingekriegt. Also es kommt dann wirklich so quasi auf ein Zehntel Millimeter an das Skalieren. Und ja, mit den Oberflächen und der Güte, so kann man zufrieden sein. Also er hat mich trotz dieser anfänglichen Mängel, dass so ein bisschen hier die Achsen das Spiel haben, durch diesen etwas größeren Lasercut-Versatz beim Schneiden und dass die Lager so ein bisschen gerumpelt haben, hat er mich sehr positiv überrascht. Die Druckqualität, die ist gemessen am Preis und überhaupt am Gesamtdesign des Modells ist wirklich super. Ich finde es echt überraschend, dass auch mit dem Acrylgehäuse, dass es keine Probleme gibt, auch wenn es jetzt offensichtlich nicht konkurrieren kann mit so einem Stahl oder mit so einem Aluminium Laserschnitt. Da finde ich das wirklich erstaunlich, dass es sich nicht auswirkt negativ auf den Druck. Also es gibt zwar für diesen Arnet A6, A8 gibt es 1000 Umbauvorschläge. Ich würde erstmal nur die umsetzen, die für die Sicherheit notwendig sind, wie dieses hier. Und die anderen nur, wenn es notwendig ist. Man kann dieses Ding natürlich auch zu Tode konfigurieren, ohne groß zu drucken. Aber ich denke, man sollte einfach nur ändern, was man ändern muss. Sonst kann man sich auch gleich einen anderen Drucker kaufen. Und für mich gab es im Moment noch keine Notwendigkeit, irgendwie noch weitere Änderungen zu machen. Er druckt super und naja, gut, vielleicht mal das Glasbett nachrüsten oder einen Riemenspanner. Aber im Moment ist das Ding einsatzfähig und es ging auch schnell. Und es macht auch Spaß, mit ihm zu drucken.